What's up, Leute? Gang, 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 gang. Wir sind wieder da. Welcome to the SS Podcast. Gang. Wieder back. We are back We never left, bro. Hey, das hab ich lange nicht mehr glaubt. Hey, hey. Der, Bray, der Bray ist müde. Müde. Man, durch diese Müdigkeit kommen so Sachen raus. <laughs> Aber wieder da, zurück in Deutschland. Ja, man. Smooth. Jetzt. Yes, Eigentlich, nicht, äh. Digga. Mein, 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 <laughs> mein, mein, äh. Meine Rückkehr nach Deutschland war sehr rocky. Mm. Sehr, sehr rocky. No ASAP though. Ja, no ACEP <laughs> aber sehr rocky, bro. Inwiefern, ja? Digga, es, mein Flug war smooth. Also smooth. Mm. Dann kommen wir, ich hatte so einen Typen neben mir, so zwei äh, Inder. Und dann bevor wir nach Berlin kommen, sagen so, ja, so, Wetter in Berlin ist ein bisschen so und so, Turbulenz mm. vielleicht kann sein. Mm. Digga, die, die Briten neben mir, Digga, die haben so wir kommen nach Berlin an, Digga, ihr Flugzeug fängt so also zu shaken, Digga, die haben so mies mm. Angst. <laughs> Und ich feiere so voll so wenn die Leute Angst haben. Jawohl, ne? ich, ich, das ist ja böse, ja. Ich schwöre, ich feiere. Ich, feier, ich, ja, ich mein, oh, ja. weiß nicht, was es ist, aber ich feiere das einfach. Ich ja. weiß, saß da so, ich war so <lacht> <lacht> Schwächlinge. Ich schwöre. Das Flugzeug macht so Ja, so, ich bin so, ich denke mir so ganz ehrlich, ich bin schon in der Luft, Digga. Ja. Hm. Was soll ich hier machen? ich sterbe, dann ist es halt so. Mm. so weißt du weißt so, like, Bro, hi, hey, was soll ich hier klären? Mm. So, weißt du weißt so, deswegen, fuck it. Auf jeden Fall sehr rocky, Flugzeug shaking, bla bla, mm. bla bla bla. Auf jeden Fall wir landen. Vor allem du hast nichts gesehen, ne? das war komplett weiß alles. Aber. Ja. <laughs> das ist heißt, noch gefährlicher. Ja. Auf jeden Fall, wir sind halt gut angekommen, ich komme von, keine Ahnung, um 33 Grad, direkt 13 Grad Regen. Mm. Reality. Die Reality check, Digga. Direkt, nächster Tag, krank. <laughs> Und bis jetzt, jetzt, ich bin nicht mal hundertprozentig ja, fit, immer noch. Weil es ist schon über fast eine Woche. Ja. Also ich bin so, ich bin einfach müde, ich habe gar keinen Bock mehr. Das ist über eine Woche schon. Ja, ja, schon länger. Weil ja. ich bin so müde gewesen, Digga, ich hatte gar keinen Bock auf Deutschland. Das ist halt immer, wenn man in Afrika ist, dann die wieder zurückkommen und diese Anpassung ist manchmal ja, wirklich Mann. schwer. Nicht schwer. Digga. Du bist so, so ein Traum. Ne? So. Aber wie ist das für dich? Weil eigentlich, du, die Batterie wird ja aufgeladen ja. in Afrika ja. und eigentlich nimmt man das ja mit nach Deutschland sozusagen. Ja. Ist, das, ist das bei dir jetzt direkt wieder weg, komplett? Oder ist es dadurch, dass du halt krank warst, halt so ist es so ein Mischung? Dadurch, mach... dass ich krank war, bin ich halt immer noch nicht fit. So. Mhm. Alles für mich sehr anstrengend auch so. Ja. Das heißt, ich bin noch sehr müde, weißt ja. du, also, und ähm, für mich, körperlich bin ich erholt, das war wirklich mein erstes Urlaub, so wirklich Urlaub, mm. wo ich einfach wirklich gechattet habe und irgendwelche scheiß gemacht habe. Digga, mm. wenn du meine Fotos siehst in Guinea, ich aus wie ein Tourist. <laughs> also ich hab so Touristenhemd, Touristen-Shorts. Ja, Touristen ja. Touristen ja, das ist auch sehr, gut. In Afrika auch so ist gut, man ist mit Liebe Tourist. Ja, weißt du, ja. ich war einfach so ein Tourist, einfach. Ja. Mir war auch egal. Ja, ich ja, hab ja, das so. ich war so ein Vater von Frau sagst du, ja, in Kamerun, ich schwöre, alle Leute, die erkennen, dass du aus dem Ausland kommst. Und dann, äh, ich ziehe uns an, wie wir wollen rausgehen. Er so, äh, und du wunderst dich, dass die <lacht> <lacht> erkennen, dass du aus Deutschland, dass du nicht <laughs> aus deren Land kommst. Digga, guck mal, wie du aussiehst. <laughs> ich so, äh, ich sag ganz normal aus, Digga. Äh. Aber naja, auf jeden Fall, ähm, ja, nee, ich habe mich gut erholt. Ich habe ja wirklich so. gechillt, so, weißt du. Und, ähm, für mich, ich habe ja einmal gesagt, ich will zurück nach Afrika, ne, mhm. mit 40. Mhm und in ähm, dieses letztes Jahr das ist das Gefühl halt ein bisschen weniger geworden so also dass du mit 40 zurück willst ja ist ein bisschen weniger geworden weil ich halt die Frage mir gestellt habe okay will ich wirklich nach Afrika oder woanders oder vielleicht woanders mhm. auf jeden Fall Deutschland so ist nicht wirklich beziehungsweise Berlin so ist nicht wirklich die langfristige Option mhm. für mich jetzt mittlerweile ja wo ich noch viel Party gemacht habe und alles natürlich mm. ist Berlin sowieso. Ja. aber erwachsener ich werde und mehr umso also mehr ich erreichen möchte im Leben ich verstehe einfach dass Berlin teilweise die Berliner zurückhält mm -hmm. weil Berliner in Berlin nicht respektiert werden mm -hmm. bei uns wenn du guckst alle Leute die hier Posten haben und Sachen machen sind zugezogen mm -hmm. richtige Berliner das ist interessant. so sie ja, ja. machen hier sie schaffen hier kaum mm -hmm. was weißt du sie gehen woanders und schaffen es da Deswegen für mich war Berlin so nicht wirklich die Option und dachte ich so okay nee keine Ahnung ich weiß nicht ob es wirklich jetzt so stark wieder mein Gefühl ist stark nach, äh, zurück nach Afrika also ob mein Gefühl zurück nach Afrika immer noch so stark ist ich wusste mhm. es nicht mhm. da bin ich jetzt da gewesen und ich muss sagen dieses Gefühl ist so hundertmal stärker geworden so. mhm. weil du nennst nochmal mal andere Kulturen muslimisches Land die mhm. Leute sind nun anders nett so weißt du die Leute sind einfach für dich da und dann hast du halt den Kontrast nach Corona hier in Berlin. Mm. Du merkst einfach so, nee, das was wir hier haben, ist nicht das wahre. Es mm. ist nicht das zwischenmenschliche Tisch, das hier ist nicht es ist nicht echt, es ist mm. fake, es ist falsch, es mm. ist der Mensch kann so viel mehr. weißt ja. also, der ja. Mensch kann so krass anders sein, ja, also, ja, ja. Dieses ich esse von meinem eigenen Teller, meins, meins, meins und ja, mm. wir haben in einen großen in große Schüssel gegessen. Mm. Essen, du isst weniger, zweitens du konsumierst weniger Fleisch, mm. zweitens generell dein Konsum ist weniger und mm. äh, ähm, du schmeißt weniger weg und, mm. und diese ganzen Sachen. Das heißt du lernst nochmal eine andere Kultur kennen, ja. die dir zeigt, ey es muss nicht so sein. Mm. Ich meine Kamerun, die essen auch manchmal so äh, von einem Teller, aber das mm. ist eher selten, dass wir das ich tun. mehr in muslimischen Ländern machen. Genau, das ja. mm. genau und das ist eine diese, diese Gemeinschaft, die sie da haben mir nochmal die Augen geöffnet für andere Perspektiven einfach mhm. nochmal, ne. So, ich meine, einmal, ne, vor ich geflogen bin, der letzte Tag, ja. ich bin da, früh wir brauchen Baguette und Wasser und bla bla, bla. Wir haben halt in einem Quartier gewohnt, wo wir einfach was angemietet hatten, so möbliert, so wie Airbnb-mäßig, ne. Und wir haben halt Baguette gebraucht und ich wollte nicht mehr, nicht mehr jemanden schicken, weil da schickst halt immer irgendwelche Leute. Ich war mhm. so, nee, Digga, ganz ehrlich, ich bin in Afrika, ich habe auch ich will einfach alleine hier auch meinen mein Wege machen. Ja. Dann bin ich halt rausgegangen, ich habe halt ein Baguette gesucht. Ich war bei meinem Schneider. Ich habe so gefragt, ja, wo kann ich ein Baguette sagt, Ja, geh mal da oben, dann links und dann fragst du da. Ist so, okay, dann sehe ich einen, einen Laden. Ich gehe da rein. Ich frage die Frau, ja, hm, wissen sie vielleicht, wo ich ein Baguette, äh, Baguette kaufen kann und Wasser und so alles. Also Wasser hatte sie da, aber Baguette halt nicht. Sie meinte mir, hast du Zeit? Hm. Ist so ja <lacht> <lacht> so ja habe ich so ah okay kein Problem weißt du was weißt du was ich hole meine ähm, die Frau die bei sie da arbeitet wie nennt man das auf Deutsch Ah, ähm, bon. äh, so 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 ein also Dienstmädchen ja genau kann, sie ja? holt ja. ihr Dienstmädchen und ihr Dienstmädchen wird das für mich kaufen gehen mhm. so abo ah, hey, also, der kennt mich nicht Sie mhm. sieht mich ja, gerade ja, zum Mann, ersten ich Mal weiß genau was du meinst ja sie meinte ja komm setz dich hin Sitze ich hin, warte kurz, gib ihr einfach das Geld, sie macht das schon. Mhm. So weißt du, die holt die Frau, ich schaue mir ein Getränk, ich chille auf ihrer Terrasse, ich trinke mein Getränk, so. Mhm. Ich sehe Kinder zu, so wie die spielen: Casual spielen mit nichts. Sie mhm. haben nicht nichts gespielt, mhm. aber sie hatten Spaß ihres Lebens. Mhm. So weißt du, und so. für mich einfach dieser kurze Moment, war noch so ein Check für mich so bro nein das was du da in Deutschland hast das ist nicht die Wahrheit mm. das ist nicht die Wahrheit du ja. so, weißt du auf jeden Fall die Dienst das Dienstmädchen kommt zurück mit meinem Brot und ich sag zu ihr du kannst den Rest behalten die Frau so nein 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 ist so nein nein nein, ist gut sie soll das auf jeden Fall behalten sie mhm. so ey okay Dann gehe ich da rein in ihre Boutique kaufe ein paar Getränke und reden wir ich sag zu ihr ey krass dass ihr so hilfsbereit ihr seid mhm. so ich komme aus Kamerun und bei uns ist ganz anders <laughs> <laughs> ja, dann hat sie mir erzählt, ja, ja, sie hat gemerkt, dass ich Ausländer bin und bla bla bla. Mhm. Und äh, dass sie selber äh, ein, verheiratet ist an einen Ausländer, ein, nehme ich einen aus äh, Côte d'Ivoire. Mhm. Ich meinte, okay, krass, sind auch meine Brüder, ich bin mit denen aufgewachsen und für mich, sie, halt, ich wohne auch wie Familie so mäßig. Ne? Mhm. Ja, richtig gut und so. Sie so. Ja, auf jeden Fall, ich wohne hier direkt gegenüber. Wenn, egal was du brauchst. Einfach klopfen, ich mhm. heiße Madame Touré mhm. und ich werde euch helfen. Stark. Ist so krass. Ich wohne in Deutschland so lange. Mhm. Ich kenne nicht meine Nachbarn im Namen von meinen Nachbarn. Ja. Weißt du, ja. außer wo ich in Wedding gewohnt habe oder hier auch wieder, meine mhm. Nachbarn, die gegenüber sind, sind Türken, die kennt man, mhm. ja, weil die teilen und mit ein Sie klingen hier, wenn sie Feier haben und bringen mir mhm. Essen. Ja. So früher meine Nachbarin in Wedding, sie bringt mir ein äh, 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 Bügeleisen, weil sie mhm. irgendwie zu viele hatte oder so. Mhm. Und bringt Sachen und wir geben den Sachen. Und wenn sie Probleme hatte mit ihrem Mann, damals hat sie geschlagen, dann also war sie bei mir zu Hause mhm. und hat da für ein paar Stunden erstmal gechillt. Meine Mutter hat sie... Hat ihr geholfen und diese ganzen Sachen und diese Zusammenheit halt, dass ich da wieder erfahren habe, ja. hat mir halt nochmal gezeigt: Nein, Bro, was wir hier haben, es ist echt nicht das Wahre. Ja, ja. Weißt du, meine Kinder waren da, also da, nicht da, wo wir gewohnt haben, aber da, wo die Oma von meiner äh, äh, Frau gewohnt hat und es ist halt eher mehr ein bisschen so Ghetto, ne? das heißt mhm. La seid ist halt wirklich so populäres ähm, Quartier. Und äh, da die, Nachbar, die, Kinder, die Nachbarskinder sind gekommen, Digga, die haben meine Kinder geholt, die haben mm. mit denen gespielt, sonst was. Digga. Deine Kinder sind irgendwo, mm. denen geht es super, die mm. kommen zurück, die sind glücklich, du siehst sie auf der Straße spielen. Mm. Weißt du, einfach diese Kleinigkeiten zeigen ja. dir wirklich, dass, okay, hier machen wir mehr Geld, aber leben wir. Mm. Weißt ja, du? das ist halt, also ich finde das sehr interessant, was du sagst, weil, also schon mal was das angeht, was das verdienen angeht, du kannst ja eigentlich vom Dingen auch genauso viel Geld machen. Ne? Ja. Das ist schon mal das, das ja. ist ja auch schon mal etwas, was kannst, was sogar kann ich, machen, kannst du sogar mehr machen, kannst du sogar mehr machen, eben. Und vor allem es ist es auch einfach so, wenn du aus einem Land wie Deutschland kommst, es ist wie ein, ein Pluspunkt in, dein, in deinem CV. Ja, das auch ist eine genau. Realität einfach. Aber ich finde es sehr interessant, weil ich so vor allem als wir jünger waren, mhm. hatte ich, äh, habe ich so jetzt das Gefühl, wenn ich zurückdenke, so wir haben wir haben uns so ein bisschen damit gebrüstet, so ja, Berlin, wie weißt du, wir, wir sind kalt zueinander und yeah, die Schnauze, wir haben uns gefreut. Weißt du, das ist so ein Flex sozusagen. Und je älter ich jetzt werde, ich merke so, ist, eigentlich ist das gar nicht so nice. Nee, weißt so, so, du, diese, diese Art, so ruppisch miteinander zu sein und so. Ich meine, irgendwo, das ist in mir drin und hm. das wird immer ein Teil von mir sein. aber Noch, äh, weil noch. Du bist noch jung. Ja, so. aber, aber sogar als ich jetzt auch in Dakar war und so. Das hat, hat mich ja komplett geflasht gehabt, auch mhm. dass Leute so hilfsbereit sind, zuvorkommt und ich war so, das ist voll angenehm, mhm. das ist richtig nice und ich, 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 ich möchte sowas eher in meinem Alltag haben, als ähm, immer das Gefühl zu haben, äh, ich, ich muss jetzt kalt sein, ich darf kein, kein, keine Gefühle keine zeigen, Gefühle so zeigen so. weißt du, wie ich meine? Und Berlin ist halt eine sehr kalte Stadt, mhm. obwohl wir schon offen sind. Ne? Mhm. Aber es ist eine kalte Stadt. Menschen sind kalte ja jeder ist so eine Bubble-Stadt. Ne? Jeder ja. ist eine kleine Bubble, in der er lebt ja. und nur die Leute in dieser Bubble sind ihnen wichtig. Genau. Und jeder ist so mit sich selbst beschäftigt und, und selbst selbst wenn es nur Höflichkeit ist. Mhm. Aber in, in Dakar zum Beispiel Weißt du, dann wird halt diese Hand gereicht einfach. Ja. Und das macht halt in, in, von der Lebensqualität in, in deinem Alltag, ich finde, das macht super viel aus schon einfach. Mhm. Du, du läufst da mit einer Leichtigkeit einfach rum, während du hier halt oftmals so in, in dich gekehrt bist. Ja. Der einzige Moment, wo du in Berlin ein bisschen so offener bist, ist im Sommer. Und ja. dann die Leute halt auch glücklicher sind. Ja, weil die weißt Leute du? auch anders sind. Weißt du, in Leuten, du merkst halt wirklich, dass wir hier wirklich nicht leben. Wir, ja. wir haben so Saisonaldenken. Mhm, ja, weißt ja. du, wir, also wir sind so wie Tiere. Ja. Weißt du, wir leben im Sommer und arbeiten im Winter. So, ja. mäßig so. Wir haben so wirklich ein Saisonalleben. Und das ist halt nicht das Wahre. ist nicht das, weißt das Wahre. Weißt du, und du, ah, wie man auf Französisch sagt, äh, Metro, äh, boulot Dodo. Mhm. Weißt du? Du bist einfach nur in der U-Bahn, gehst arbeiten, dann gehst du schlafen. Ja. Und das machst du jeden Tag. Ja. Weißt du, und sehr früh schon habe ich für mich erkannt, dass ich nicht so leben möchte. Mhm. Sogar schon in der Schule war, wusste ich schon damals, so ich mhm. möchte so nicht leben. Ja. Weißt du, in der Schule, wir haben schon Pläne gemacht, wie wir von Deutschland gehen. Der, der, für mich war das schon <laughs> als, als Teenager war klar, ich werde nicht hier bleiben. <laughs> ja, und, 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 halt, und, und, und da hatte ich noch nicht mal diese ganzen Gedanken, die ich jetzt habe. Ja, und ich meine, Deutschland ist ja kein schlechtes Land per se. Es ist einfach nur dieses Sozialleben hier ist einfach nicht vorhanden. Und die, die, und die Wichtigkeit von Menschen, Anstand und diese ganzen Sachen sind hier nicht wirklich vorhanden. Mhm. Wir, sind, wir, wir sind so Moralapostel und wollen immer die Welt erklären, wie die Welt besser leben kann. Wir wollen Kataris erklären, wie die leben können. Mhm. Ja, boykottiert äh, die WM und macht das mhm. und das und die machen das und nicht und bla. bla, bla. Wir denken immer, wir sind besser moralisch als andere, mhm. aber eigentlich moralisch sind wir sehr, sehr schwach. Ja. So, weißt du, wir sind sehr, sehr schwach und das ist nicht nur Deutschland, so, das ist europaweit fast so, außer die skandinavischen Länder, mm. wo der Mensch wichtig ist, wo der Mensch einen Wert hat und nicht das, was der Mensch bringt, mm. weißt du? Weil ich war jetzt da, ich habe meine Kompass gesehen, die auch in Senegal leben, die du öfters siehst, wenn du da bist. Mm. Ich habe die halt, äh, ähm, da sollte ich die halt sehen und mir war halt wichtig auch... Ähm, deren Mutter zu sehen. Und mhm. für die auch war es wichtig, dass ich deren Mutter sehe, weil mhm. ich die habe die seit 15 Jahren oder so nicht gesehen. Mhm. Und ich war so, ja, 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 komm mal nach Hause und so, die muss auch äh, 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 meine Mutter sehen und so, bla bla bla. Und ich meine, für einen Deutschen ist es, denen, ist es richtig egal. Mhm. So, ein, so ein Ding, so weißt du. Mhm. Und dann habe ich halt, ich war sehr beschäftigt, aber trotzdem habe ich gesagt, ich meine zu dem Vater und meiner Frau, weil ich hatte den Tag mit ihnen geplant. Ich meinte, ähm, ich muss dahin und so, weil so 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 er meinte, ja, wow, ist richtig gut, mach das mm. auf jeden Fall bla bla, 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 bla. Für andere Leute, einfach die Mutter von deinem Kumpel zu sehen, hier in Deutschland, wäre so, Dicker, warum? Ja. Weißt du? Ja. Und da war es super wichtig, und dann bin ich gekommen, und die die waren da, die haben Essen vorbereitet und dann haben wir gechattet ein bisschen so, mm. einfach so Catch-up so, weißt du? Und das mm. ist halt ist halt crazy. Was für ein Unterschied es eigentlich ist, so, weißt du. Auch deren kleinen Bruder Aziz, ich kenne ihn auch seit, hm. keine Ahnung, seitdem er im Furz ist, so, weißt ja, du? Ja. Und er sieht mich auch, er nennt mich die ganze Zeit großer Bruder. Mhm. Weißt du, Jetzt kennst du diesen Respekt einfach, mhm. den Leute dir gegenüber bringen, was du hier niemals erfahren würdest. Auf jeden Fall. Weißt ja, du, das es, ist, es ist wir sagen das nicht alles hier, um auf Deutschland zu scheißen. Es ist einfach nur, um zu zeigen. Es geht auch anders. Ja, das ist halt immer auch, was ich gerne sage, die Welt ist größer als Berlin. Das ist das Ding. Weißt du? und, und ich fand es auch interessant, was du am Anfang gesagt hast, halt, dass du dich gefragt hast, ob, ob du halt wirklich jetzt unbedingt nach Afrika musst. Und ich finde halt, das ist halt generell ein, ein Mindset, was man sich ähm, oder ein Gedanke, mit dem man spielen sollte. Weißt du, das heißt jetzt nicht... Nur weil wir Afrikaner sind, müssen wir unbedingt nach Afrika zurück. Ich finde es gut, in mhm. Afrika zurückgehen. Aber ich, wir sollen uns auch bewusst sein, dass überall auf der Welt interessante Kulturen sind Fall. und Menschen sind. Auf und Fall. irgendwo auf, auf der Welt gibt es einen Ort, an dem du dich zu 100% wohlfühlen wirst. Weißt mhm. du? Für mich zum Beispiel momentan natürlich ist, ist Dakar sehr präsent, weil... Ich finde es super da einfach, weißt mm -hmm. du? Und das motiviert mich aber gleichzeitig auch noch andere afrikanische Länder kennenzulernen mm. und auch in der Welt. Ja. Aber für, ich meine für mich ist noch mal anders, weil für mich ist klar, ich werde zwingendermaßen irgendwann auf jeden Fall mich in Afrika niederlassen. Ja. Aber mich auch. ich möchte auch in der Welt mein Erfahrungen, weißt sein. du, ich ja. will Weltbürger sein sozusagen. Ja. Ich möchte nicht nur an einen Ort gebunden sein, weil die Welt hat viel zu bieten ja. und, und Lateinamerika ist auch eine gute Destination. Sehr gut, weil die haben die gleichen, so wenn es um Familie geht und so. Gleiche die Werte. gleichen Werte einfach mhm. so, weißt du? Und, und ich finde halt in Berlin und Deutschland, wir laken da einfach ein bisschen, mhm. weißt du? Und wir realisieren das nicht. Und ich glaube, deswegen sind viele Menschen halt auch unglücklich mhm. und krank. Weil ich meine, man sieht das ja oftmals, wie, wie, wie äh, die Deutschen mit ihren Familien umgehen, wenn sie älter werden, zum Beispiel, oder so, weißt du? Mhm. Da gibt es nicht diesen Support manchmal oder äh, manchmal sogar, die haben gar keinen Kontakt mehr oder die stecken die einfach irgendwo hin, mhm. weißt du, was für mich unvorstellbar ist. Ja. Weißt du, wenn meine Eltern irgendwann mal älter sind, ich will mich um die kümmern, die sollen zu mir kommen mhm. oder mhm. ich komme zu denen, weißt ja. du. So. Weißt du, also das Gute ist, nicht alle deutsche Familien sind so, zum Glück. Zum du Glück, hast, ja, ja. Du hast halt Familien, die sehr altmodisch geblieben sind und die sind immer noch sehr familiär und Treffen sich jedes Jahr trotzdem und ja. du kennst deine Tante, du gehst deine Tante besuchen, du kennst deine Cousins, du weißt du, du hast was mit denen zu tun. Mhm. Also, leider ist es nicht die, die, die Mehrheit so. Ja. Das finde ich halt ein bisschen schade, wenn du vergleichst zum Beispiel in Afrika, dass äh, du gehst nach Afrika und sagen wir, du hast da keinen Vater mehr. Du musst ja. zu dem Bruder von deinem Vater gehen, der ja. direkt der Älteste ist, und um ihn zu begrüßen. Du mhm. musst mhm. dahin gehen, du musst zu deiner Familie gehen, du musst wissen, wo die wohnen, du musst. Du musst dir Mühe geben, was diese Familie angeht. Du kannst nicht einfach kommen und sagen, oh, mhm. ich bin Tourist. Ich meine, es hat alle Vorteile und Nachteile. Ja. Aber trotzdem, dieser, dieser Respekt, das wir haben, das würde ich nichts eintauschen. Mhm. So ist und ich meine, wir sagen auch immer die Deutschen, die Deutschen, die Deutschen. Es sind nicht nur die Deutschen, die so sind. Auch hier, wenn du siehst, wie Afrikaner teilweise deren Kinder erziehen, mhm. ist halt, die vergessen selber diese Werte. Das heißt, ja. du hast... Äh, Du hast Leute, bei manchen Leuten, die, die, die wundern sich immer, wie ich bin mit den Eltern von meinen Freunden. Weißt du, mhm. ich bin sehr respektvoll, ich nenne die Mama, bla bla bla, mhm. so, weißt du, weil es halt bei uns so ist, mhm. weißt du, die Mutter von deinem Kumpel, wenn du sagst, mein Bruder ist deine Mutter, mhm. weißt du, du musst sie auch so behandeln, wie deine Mutter mhm. behandeln würde. Das heißt, wenn die dich um fünf Uhr morgens anrufen und sagen, komm her, du kommst, mhm. weißt mhm. du, weil es einfach so eine Tatsache ist und ich finde halt, viele Afrikaner haben vergessen, das deren Kinder mitzugeben. Ein bisschen so, weil so, es gibt so verschiedene Kleinigkeiten, wie du Hallo sagst ja. und ähm, das alles so, weißt du, du kann, man kann nicht sauer sein auf die Afrikaner, die hier sind, die das nicht machen, wenn deren Eltern den, das nicht für nötig gehalten mhm. haben, nee, nee, das ne Nee, weil ich glaube halt, das Problem ist halt auch äh, in diesem Willen, sich so sehr anpassen zu wollen, dann denken sich viele einfach, okay, das, das braucht brauch meine Kinder nicht, brauche ich die nicht mitgeben. Mm. Dabei ist das sehr wichtig. Mm. Das ist halt Stichpunkt Tradition einfach, ne? was generell heutzutage yeah. ein Thema ist. <lacht> wo, <lacht> äh, das, weißt du, also ich, ich finde, gewisse Werte und Traditionen sollten man immer von Generation zu Generation weitergeben. Auf jeden Fall. Das heißt, Fall. es gibt immer gute und schlechte Sachen. Auf jeden Fall. Also ich, es gibt natürlich andere Traditionen äh, bei uns, die ich überhaupt nicht. Verstehe und Klar. niemals weitergeben würde. Und das ist auch legitim, weißt du, weil, weil wir denken anders als, uns, als unsere Eltern und mhm. unsere Kinder werden anders denken als wir. Mhm. Aber es gibt halt so, wenn es zum Beispiel um familiäre Werte geht, wie Respekt, Höflichkeit, das sind Sachen, das wird immer wichtig sein. Das wird, wird immer eine gute Tradition sein. Auf jeden weißt Fall. Du? Und, und vor allem heute, man, man sieht ja, wie viele Jüngere unterwegs sind da merkt man halt, dass das nicht so wirklich in den drinnen ist. Auf jeden also, Fall. Weißt so, wie Auch wo ich letztes, Mal, letztes Jahr nach Kamerun geflogen bin mit meinem Bruder, es war halt so die Frage, naja, du bringst ja immer Sachen mit, ne? Es ist ja super viele Sachen, die ich gekauft habe und die ich mitbringen sollte und ich frage so meinen Bruder, was bringst du mit? Er so, äh, ist so ey, Junge, spiel nicht mit mir. Ja. Du willst jetzt zu Lidl gehen mhm. oder so und alle, ich bring normalerweise was ich Süßigkeiten bringen, aber das ist jetzt auf deinen Nacken. Du wirst Süßigkeiten verkaufen für alle Kinder. Hm. Das ist alles, was da essenmäßig ist, ist auf deinen Nacken. Hm. Weil das muss er auch mitnehmen. Ja. Weißt du, weil er hier geboren ist und keine Ahnung was, also das heißt nicht, dass er irgendwie einfach da kommen soll als Tourist. Ja. Weißt du? Und es ist wichtig, weil es, for es formt dich auch als junger Typ. Weil es ist Verantwortung. Ja. Es ist Verantwortung gegenüber deinen Mitmenschen, deiner Familie, und, und die dich halt dazu bringt. Ähm, Sie, 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 an sie zu denken, mhm. weißt du? Und mhm. das ist halt, ne, was wir vorhin auch meinten, was hier zum Beispiel nicht, wo man das Gefühl hat, das ist nicht so präsent, dass, dass man an seinen Mitmensch denkt. Ja. Weißt du? Und, und deswegen sind Traditionen wichtig, weil da kannst du nicht nur an dich denken. Mhm. Da musst du, okay... Du äh, hast ja. halt in, so eine Gruppendynamik und Gruppenbewegungen, ja. Gedanken. Ne? Du denkst nicht nur so ah, ich, 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 genau. ich, ich, wenn du in Tradition denkst. Genau, weißt du? ja. Und deswegen ist das super wichtig. Und, und, und ich finde halt, man sollte auch heutzutage deswegen traditionelle Werte nicht einfach ähm, durch durch so neue Sachen ersetzen und, und dann denken wir, dass wir jetzt voll fortschrittlich sind und mm. dass es jetzt irgendwie so frei, als wenn unsere als unsere Eltern jetzt eingesperrt wurden und, und gar nicht sie selbst sein konnten. Mm. Nein, diese, manche Werte sind einfach wichtig, weil es formt deinen Charakter. Mm, mm. Es for, es formt es formt dein dein Verhalten, wie du dich bewegst im Leben mm. und und in Bezug auf andere. Weißt ja, du, wie ich meine? Mm. Ähm, ich meine, wir reden so oft darüber. So, weißt du, wenn 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 wir machen, was wir wollen, machen wir meistens nichts. Mhm. Weißt du? Aber wenn du gewisse Werte hast, an die du dich hältst, dann dann ist dein dein Verhalten einfach klar definiert. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und 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 dann weißt du, wer du bist, für was du stehst und 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 was was für Werte du vertrittst. Weißt du? Und mhm. und das darf ich finde, das darf nicht verloren gehen. Und vor allem, wenn wir an unsere Kinder denken, ist es sehr wichtig, weil es gibt viel Ablenkung, ähm, viele Eindrücke heutzutage und da ist es sehr wichtig, dass man das weitergibt. Ja, also. weil wenn du das nicht tust, dann verliert dein Kind auch seine Individualität. Ne? Mhm. Das heißt, jeder, der kommt, kann in einfach, weil, guck mal, es ist so wie eine Vase. Wenn du da nicht reinmachst, wenn dann in deine Vase nichts reinmacht, Linie, wenn jemand kommt und irgendwas reinmacht, ist das, was du hast, mhm. weißt du? genau so fühlst du den, 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 deinen Geist und alles weißt mhm. du wenn es leer ist jemand anderes wird da rein, was reinpflanzen. ja weißt du, das ist das Ding du ja. musst selber daran arbeiten beziehungsweise deine Eltern müssen schon früh Sachen in, in dein Herz pflanzen ja. die dann ähm, zum Vorschein kommen werden wenn du erwachsen bist mhm. weißt du sonst deswegen sage ich die Kinder sind nicht immer schuld Nein, weißt das du, wenn wenn ich sehe wie ich bin zum Beispiel bestimmte Sachen ich bin genauso aufgewachsen wie viele andere Leute. Ich meine, Wedding, bla bla bla, prekär, alles, bla, bla, bla. Trotzdem bin ich nicht im Knast gelandet. Mm, ja. Weil so weil etwas in mir ähm, gepflanzt worden ist, mm. dass ich nicht sogar beim besten Wille einfach nicht zerstören kann. Mm, weißt ja. du, ich kann es einfach beim besten Wille nicht ersetzen. Ja. Weißt du, mein Kopf sagt, mach so, mein Herz sagt niemals. Ja, ja, nee, <laughs> so, absolut. absolut. So. Und da merkt man, dass es tief in dir drin ist. Das ist das Ding. Ja. Weißt du? Und das auch, weil bei meinen Eltern so, also wenn du mich jetzt fragen wirst, was haben, was haben mir meine Eltern beigebracht, ich könnte jetzt keine konkreten Beispiele nennen, aber was ich weiß, zum, zum Beispiel was Respekt, Höflichkeit an, das ist so tief in mir drin. Und ich weiß, es kommt von zu Hause. Natürlich. Deswegen bin ich ein super höflicher Mensch zum Beispiel. So, ja. ich, ich kann, es fällt mir sehr schwer, respektlos zu sein. Solche Sachen, so, mhm. weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich hab immer, ich denke immer an mein Gegenüber. So, das sind so Sachen. Ich, ich, ich kann ich könnte nicht sagen meine Eltern haben mir gesagt Joel du musst so und so und so machen aber es ist in mir drinne einfach aber es ist weißt auch wie so? Leadership ne? Leadership ist ja. nicht nur äh, machst du so und ja. ich guck dir nee, zu Leadership ist ich zeig dir wie ja. es gemacht wird genau. weil ja. du damit lernst und Weiß, wie es geht. Ja. Also, ich sag dir nicht nur, mach das so und ja. ich selber mache komplett was anderes. Ja, also, das, ja eben. Das eben, ist das Ding, ja. weil ja. das machen auch viele afrikanische Eltern teilweise. Manchmal nicht nur. auch, man muss auch sagen. Nicht, wenn wir von Liederchen reden, nicht nur, nicht nur afrikanische Eltern, sondern auch viele äh, Menschen, period, einfach, die heutzutage äh, äh, gewisses Following haben, ja. ähm, äh, ne, sei es auf Social Media oder wo, wo und die sich äh, als Lieder sehen, aber am Ende des Tages. Wollt ihr einfach nur ähm, Besserwisser sein, manchmal oder ähm, Leuten einfach nur sagen, was sie zu tun haben, mm. obwohl ihr selber dieses, diese Sachen zum Teil gar nicht tut? Ja. Also das ist, ich sehe das sehr, sehr oft. Ja. Sehr, so, sehr oft. Das sieht man ja in der Black Community, ne? Wir ja. wollen Respekt haben, wir verlangen Respekt, aber selber respektieren wir uns selbst nicht. Zum Beispiel. Wir wollen Respekt von weißen Leuten und sonst was, warum auch immer wir Respekt von denen haben wollen. Ja. Ähm, wollen wir das haben, aber selbst respektieren wir uns nicht. Ja. Weißt du, wenn äh, äh, ähm, ein schwarzer Entrepreneur dich anschreibt wegen einem Business, zu denken, oh, Scammer. Mm. Wenn ein Deutscher dich anschreiben würde für die gleiche Opportunity, würdest du sagen, oh, legit, mm. Opportunity für mich. Mm. Weißt du, diese ganze Gedanken ist halt, halt Digga, daran müssen wir arbeiten. Und ja. wenn wir wirklich Leader sein wollen, müssen wir Lead by Example. Ja. Weißt du? Ganz genau. Und, und man muss halt wirklich auch. Self-accountability haben wirklich, weißt mhm. du, weil ähm, ich, keiner ist perfekt bei, bei bestem Willen, keiner ja, ist perfekt, nee, weißt ja. du, aber man sollte niemals ähm, davon ausgehen, dass man sch schon alles weiß und, und, äh, und man sollte auch Menschen Leuten äh, den Raum geben, sich zu verbessern, weißt mhm. du? Weil, wie gesagt, die, die interaktionen die wir oftmals miteinander haben kommen halt aus, aus keinem guten punkt manchmal yeah. so wenn, wenn, wenn du hast dein wissen angesammelt was du hast und du denkst du bist jetzt besser als der andere mm. dann bist du kein Leader für mich yeah. weißt du? dann bist du einfach ähm, eher ein besserwisser oder jemand eigentlich der schwach ist der sich jetzt äh, irgendwelche sachen angesammelt hat an, angeeignet hat, damit er sich stärker fühlen kann, kann weißt ja. du? Aber diese Stärke kommt nicht von innen. Mhm. Und, und das ist halt generell äh, ein Problem, nicht nur bei uns in der Black Community, sondern ich glaube einfach gesellschaftlich, dass wir uns gar nicht mit uns drinnen beschäftigen, ne? mit mhm. unserem Inneren. Mhm. Und deswegen holen wir immer Sachen von außen und versuchen uns dadurch zu definieren. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und, und wenn wir diese Sachen dann haben, dann auf einmal reden, reden wir von, von hier oben. Mhm aber it's like, nah bro. Ja, aber das ist ja, das ist ja die Traurigkeit. Ne? Ja. Deswegen zum Beispiel mag ich öfters, sage ich öfters, ähm, Akademiker nicht. Mm, ja, weil das hast schon nicht weil, die, weil, nicht, weil ich sie an sich hasse oder den Fakt hasse, dass mm. sie studiert haben, nein. Es ist halt wegen der, deren Haltung, die einfach gar keinen Sinn ergibt, ähm, weil Wissen ist halt zu wissen, dass du nicht weißt. Weißt du, mm. wenn du wirklich schlau werden willst, ist es halt das. Mm. Aber Akademiker denken immer sehr auf. Sie wissen. Mm. Weißt du, du kannst nicht mit denen reden, wenn du nicht studiert hast oder so. Du kannst du nicht mit denen reden, mm. obwohl es gibt Sachen, wo ein Typ im Dorf jetzt sofort dir Leben erklären kann. Aber für einen Akademiker, der Psychologie studiert hat oder irgendwas so, mm. denkst du, so, nee, der hat keine Ahnung. Ja. So, das ist halt, das ist halt einfach nur Arroganz. Ja, weißt du, Stein. das ist halt das, was ich ein bisschen traurig finde, weil ja. denen kannst du kaum was beibringen, mhm. wenn du nicht äh, ein Professor bist oder Doktor irgendwas, mhm. so weißt du. Und das ist halt ein bisschen traurig. Und wenn die mit dir reden, reden, die sie immer meistens ein bisschen abwertend und mhm. bla, bla bla Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ja. Weißt du? Ja, und, und dabei und wissen die nicht mal so viel. Die wissen nicht und. Wie gesagt, Wissen, Wissen hat so viele Facetten einfach. Also mm. weißt du, wenn wenn du heutzutage zum Beispiel einen Mike Tyson reden hörst, er ist jetzt nicht hier krass studieren gegangen oder so. aber Der Typ ist weise, wenn du yeah. ihn reden hörst. So, ich habe sogar letztens meinem Vater mal gesagt, ich meinte so, ey Mike Tyson, Phoebe Spitting, weißt mm. du so und der dachte, Mike Tyson, so, mm. nein, auf, so Nein, du hast nur das Bild von einem 90er yeah. von Mike Tyson, der sich yeah. immer boxen wollte, weißt du. Yeah. Aber jetzt, wenn er redet Merkst du, er ist so sehr, sehr tiefgründig. Er hat so viele so Schichten an Wissen einfach in sich drin. Aber Mike Tyson ist durch die beste Universität gegangen: die mhm. Universität des Lebens. So. Weißt du, das ist ja. die beste Universität. Wenn Mike ja. Tyson er, dir etwas erklärt, er erklärt dir nicht irgendwas, das er gehört hat, gelesen mhm. hat oder irgendwie eine Studie drüber geredet, gesehen hat. Ja. Er erzählt dir von seinem Leben. Mhm. Weißt du, von seinem Drug-Addict-Sein, von seinen Knastgeschichten. Mhm und blablabla bla bla und er ist sehr transparent wie mhm. ein Mensch dir sagt die beste Jahre meines Lebens war die Phase im Knast mhm. dann weißt du dass diese Person sehr viel erlebt hat mhm. weißt du wenn dass diese Person wenn sie redet sie redet nicht einfach um zu reden sie mhm. redet nicht um dich zu überzeugen sie redet ja. um einfach mit dir zu teilen ja. und das ist das was Leute manchmal vergessen das sind halt auch die besten Gespräche ja. einfach ohne Wertung ja du redest mit ihr tauscht euch aus ich rede nicht um dir was beizubringen ja. sondern ich teile dir mit du teilst mir mit und wir können voneinander Lern. äh, lernen mhm. weißt du wie ich meine und das ist das ist halt dieser common ground der der oftmals fehlt heutzutage mhm. weil wie gesagt ich glaube Selbstreflexion sollte so Sachen wie Selbstreflexion sind Sachen, die eigentlich in der Schule beigebracht werden müssten, finde ich. Weißt ja, du? In der Schule lernen wir nichts. Wir lernen nichts so also so. fürs Leben, so weißt ja. du. So Selbstreflexion und so ähm, dich zu akzeptieren, so dass du ähm, weißt, wer du bist mhm. und dass du dich nicht durch irgendwas anderes definierst. Weil jetzt fällt mir ja halt zum Beispiel äh, Jamorand ein, zum Beispiel auch. Ne? Der, mhm. Weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass ne? das. Dasselbe. Falls jemand nicht Jamorand kennt, das ist. Eine, ein junger NBA-Superstar gerade, ja. krasser Typ. Alle Kinder lieben ihn. Er also ist ein ja. raw für viele Kinder eigentlich. Er ja. also ist der Lieblingsspieler von fast allen Kids. So. Ja. Und er kommt aus einem guten Haus. Ja. Ähm, hat seine Eltern in seinem Leben gehabt. Ja. Und, und jetzt äh, versucht er halt ein, ein Gangster-Image Gangster äh, Gangster zu porträtieren. Ich meine, man muss auch sagen, er kommt auf Mansfield. Ne? Ja, Mansfield ja aber halt natürlich, so. natürlich, aber ähm, er versucht das zu porträtieren. Indem er, in, indem er äh, Waffen in die Kamera hält und auf, ja. tu, auf Twitter äh, Ansagen macht von wegen I will smoke you äh, mhm. zu irgendwelchen Leuten, ähm, wo man sich halt denkt, so Bro, weißt du, du bist ein Millionär, mehrfacher Millionär. Äh, hast, ich, sogar, du hast einen 100-Millionen-Vertrag. 100-Millionen-Vertrag, kommst aus einem guten Haus, warum machst du das? Weißt du? Und, und ich glaube, da sieht man halt wieder, ähm, was, wo auch die Gesellschaft ist, weil er hat das Gefühl, er muss sich so porträtieren. Um, keine Ahnung, akzeptiert zu werden oder cool dazustehen, da sieht man halt natürlich auch, was heutzutage als cool angesehen wird. Mm. Ne? Dieses ganze Gangster-Dasein, was wir alle ja mögen irgendwo. Mm, ne? mm. Ähm, ich würde lügen, wenn ich sage, das äh, ist nicht so Verstehst du? Ich auch. So. Aber dass jemand in seiner Position das macht, zeigt halt, dass er, zumindest nach meinem Fazit, dass er nicht wirklich im Einklang mit sich ist und so weiß, wer er ist, gerade momentan. So, mm, weißt mm. du, wie ich meine? so und, und das ist halt sehr bezeichnend für mich so weil wie gesagt er ist ein role model viele Kinder schauen zu ihm hoch hm. und du bist gerade am Peak deiner Karriere ja, und dann entscheidest du irgendwo im Club, Strip -club, Strip -club seine Waffe Club, zu holen ja. rauszuholen und ein IG live zu machen ja like, Bro hä warum Weißt du, und jetzt machst du ein Interview, wo man dich zwingt, irgendwelche Sachen zu sagen. Was ja, du? war nicht meine, ja, ich habe mich alle, ich wollte einfach nur Ruhe. Du machst irgendwelche Text, was vollkommen Ich, ich habe hab das, das Setting gesehen, das sah aus wie bei R. Kelly sein Statement. Ne? So, weißt du, das ist ja dasselbe. Ja. Du hast in Amerika Leute, das ist deren Job. Ja weil so du, Leute aus der Patsche zu helfen. So. Ja, weißt du? ja. Weil Leute manchmal da ein bisschen dumm sind und sich immer so in so eine ja. Lage bringen. Aber ja, das weißt du, das ist aber auch ähm, die Schuld irgendwo von den Eltern teilweise. Ne? Wobei, das sagt man immer so, aber es gibt viele Leute, die kommen beste Haus, aber trotzdem sind sie ein Gangster. Du natürlich. natürlich. So, weißt du? Deswegen zieht für mich auch manchmal dieses Argument nicht, ja, du kommst ja aus du bist kein Gangster. Also so. ja. Weißt du, weil Gangster sein bedeutet nicht, dass du arm bist und nee. was, weißt du. Gangster ist ein, bedeutet ja in dem Sinne, dass du gewisse Sachen machst, einfach äh, die, ne, die damit assoziiert werden. So, weißt du? mhm. Nur weil du arm bist, bist du auch kein Gangster. Guck mal, so, zum Beispiel weißt du? Jadakiss, ne? Jadakiss ist einer der krassesten Gangster-Rapper aller Zeiten. Komm aus dem guten Elternhaus, ist Privatschule gegangen, Style-P ja. genauso, alle Leute vom ja. äh, 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 D-Black. Genau mhm. so. Trotzdem haben sie Hood Items ohne Ende, so. trotzdem sind sie respektiert in den Streets, trotzdem ja. können sie ohne Bodyguard auf der Straße gehen und jeder respektiert die. Ja. Weißt du, deswegen, es halt nicht immer das viel zu halt bedeuten. Und, und lass uns nicht vergessen, die größten Gangster tragen Anzüge immer noch. Immer noch. Weißt du, wie ich meine. Ja, das wenn du einen Brief bekommst vom Gangster? Finanzamt, dann weißt du Bescheid. So. Wenn du einen Brief bekommst von der Versicherung, dann weißt du Bescheid, So, so weißt du? So. Weißt so du, und äh, das ist auf einem ganz anderen Level nochmal, deswegen, aber ja, nur um zu sagen, wirklich Selbstreflexion ist wirklich ein Muss und äh, das ist zum Beispiel auch eine, ne, wenn wir an unsere Kinder denken, das ist wirklich, was ich mir fest vorgenommen habe, das schon früh, früh weiterzugeben, weil das ist etwas zum Beispiel, das habe ich nicht, auch, auch nicht von zu Hause mitbekommen, mhm. das habe ich mir... Warum auch immer, ich so schon immer der Typ irgendwie dafür war, mhm. habe ich mir selbst angeeignet irgendwo und mich damit beschäftigt. Mhm. Weißt du, wie ich meine? So, aber wie gesagt, in der Schule lernst du das halt nicht, zumindest ja. hier nicht. Ja, auf jeden ja. Fall. Aber ja. manchmal lernt man auch Sachen aus Frust, ne? Ja. Du bist halt frustriert, weil du merkst, okay, die Leute wie mich herum, sie reflektieren selber überhaupt nicht. Mhm. Und da du ja selber verlangst, irgendwann fängst du halt selber an, dich an die Nase zu fassen, bevor du jemand anderes irgendwie fertig machst, so weißt du? Mhm deswegen ich glaube viel, viel davon ist halt wirklich Frust einfach nur mm. ja ich meine ja wie gesagt im Leben passieren halt viele Sachen und Nipsey Hassel hat einen guten, guten Satz gesagt er meinte ein Mann äh, wird definiert durch seine Reaktion auf, auf die Sachen die einem passieren ja ist also, auch so. und da fängt halt Selbstreflexion an ne? ja auf ja. jeden Fall ja aber ja mal was anderes äh, ich ähm, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es war ein kurz, kurzer Viral-Moment auf jeden Fall. In Deutschland, mal zur Abwechslung, mm. ähm, gab es ja den Afro-Beats-Künstler, äh, Afro kann man ihn so nennen? Afro-Deutsch-Künstler, mm -hmm. äh, Willy Will. Er hat einen Track ähm, geteasert auf, äh, auf TikTok, mm -hmm. ähm, wo er ähm, Premier Gao vom Magic System gesampelt hat. Mm -hmm. Kennt man den Track? Der Track äh, ist viral gegangen anscheinend sogar auch weltweit ein bisschen, was dann halt dazu geführt hat, dass der Track wegen ähm, Urheberrechten wieder runtergenommen wurde von der Plattform. Mhm. Und ich fand es halt interessant, weil ich fand interessant, also einerseits, ich, ich finde es gut, dass er so, so, eine, so was machen will, das zeigt halt auch irgendwo in Deutschland, okay, Leute befassen sich mit der Musik von, mm -hmm. von Afrika. Und ich meine, ich finde eh, uh, Will, er macht das gut, diese Afro-Schiene, ich finde, das steht ihm gut. Ja. Mein einziger Kritikpunkt, sage ich mal, ist, Bro, Promega U ist kein kleiner Song. Ja, ja, weißt du? ja. Das heißt, irgendwo, weil mein erster Gedanke war, ich habe das gesehen und ich dachte mir, boah, krass, er hat geklärt weil automatisch denken wir mir so I, dieses Sample ja, kannst ja. du weil wenn es so wäre wie viele Songs hätten wir schon gesehen mit diesem Sample deswegen weißt du und da dachte ich mir okay äh, was ist hier passiert weißt du ja ich habe so. hab den Song auch gesehen ich, also, mein, also ich dachte sofort wo ich den Song gehört habe ne ja. das wird runtergenommen ja. das war mein erster Gedanke ja. ich war so der spätestens ein zwei Wochen ja weil das Ding ist, du musst auch verstehen, dass diese Leute sind zwar Afrikaner, aber die sind alle in Label, die international natürlich, sind. Ja, Natürlich. Sonst wäre dieses Lied ja. nicht so weltweit gewesen. Ist wahrscheinlich ja. einer der bekanntesten Lieder der Welt. Weil mhm. so, es ist sehr unwahrscheinlich, mhm. dass sie dich einfach damit machen lassen, mhm. was du willst. Vor allem mit dem Sample von die, genau den Part. Mhm. Weißt ja, du? Ja, ja. genau diesen genau Part. Genau diesen Part, ja. Weißt ja. du, das ist ja. sehr unwahrscheinlich. Ja. Deswegen, also keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, als Künstler, ne, du, du bist halt da, du bist halt kreativ. In mhm. dem Moment bist du so, der ganz ehrlich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie im Studio waren, aber so ganz ehrlich, ich glaube, es kommt nicht durch. Also trotzdem. trotzdem das ja, aber, aber okay, dann würde ich sogar noch, also ich weiß nicht, das würde ich halt noch weniger feiern. Weil, mhm. weil also er hat, glaube ich, auch ähm, dann so ein kleines Statement gemacht, so mäßig, ja, ich wusste nicht, wie, einfach aus dem Affekt haben wir das so gewusstet. Mhm. Aber mein Ding ist halt, so, erstens, erstens, da hab, dachte ich mir auch, deswegen ist es auch wichtig, dass du ein gutes Umfeld hast. Ja. Nicht um zu sagen, dass der Bruder ein schlechtes Umfeld hat, mhm. weil anscheinend hat keiner, ist mit diesem Gedanken ist er gekommen. Mhm. Aber deswegen ist es wichtig, dass du ein gutes Team hast, die in solchen Momenten sagen, hör mal zu, ja. ich glaube, das wird nicht durchgehen. Lass uns vielleicht erstmal probieren, mhm. mit denen zu klären. Ja. Weißt du, wie ich meine? Das kannst du ja auch klären nochmal. Mhm. Weil das Ding ist, es hätte ja auch anders laufen können. Weißt du, es hätte auch, sagen wir, es wäre wär nicht runtergenommen worden, der Song wäre explodiert, er hätte vielleicht eine Menge Para damit gemacht. Auf einmal melden sie sich, hör mal zu, ja. das ist hier, wo ist unser Anteil. Ja. Weißt du? Und dann, wer weiß, in was, für, in was für schwierige Situationen dich das dann gebracht hat. Ja, ja. Weißt du? Lieber jetzt rausgenommen als später. Ja. Ja, weißt du? So, ja. und, und ich denke mir halt so einfach, ich finde es gut, mhm. wenn deutsche, deutsche schwarze Künstler ähm, diese Songs nehmen wollen von Afrika, aber bitte ähm, seid euch bewusst, es sind Songs, das sind wirklich Hits. Mhm. und also genau wie bei anderen Songs, versucht lieber zu klären und geht mit diesem Bewusstsein einfach besser um, weißt mhm. du, habt mehr Feingefühl dann in diesen Hinsichten, weißt du, damit, damit diese Songs auch zustande kommen am Ende des Tages, ja, ja. weißt ja, du, ja. wie ich meine? Weil du würdest auch nicht einfach so ein Sample von, keine Ahnung, irgendeinem Elton, Elton John einfach so mhm. nehmen, weil du da genau weißt. Das wird nicht durchgehen. Ja, deswegen, weißt du? also ich glaube, manchmal nehmen Afrikaner unbewusst auf andere Afrikaner anders wahr. Mhm. Weil sie denken, ja, der ist Afrika ist noch nicht alles ja. so safe geklärt. Ja, das ist unbewusst, <laughs> so, ja, so, so, ist weißt du, Ich glaube, unbewusst sein, ist halt so, man ja. denkt so, ja. ja bestimmt noch nicht so safe geklärt, ja. aber diese Leute sind bei den größten Leben der Welt. Ja, und schon so lange. Also. So weißt du, das also ist das spe Ding. Speziell Magic System. Ja, sehr das ist das Ding. Ja. Magic System hat nicht nur promi Hits. Die haben Paris, ein ja. Oran, bla bla bla. bla. Ja, es gibt super viele Hits von ja. diesen Leuten. Die ja. In Frankreich bis jetzt gehören sie zu den Rockstars. Ja. Also, weißt ja. so. Deswegen, wir gucken das manchmal. Das ist halt das Ding manchmal, ne? wir in Deutschland wir leben manchmal so ein bisschen neben neben der Welt. So, mm -hmm. yeah, <laughs> wir yeah. verstehen vielleicht den Impact. Vielleicht haben wir den Impact von Magic System in dem Moment nicht gut verstanden. Zum Beispiel mm -hmm. es gibt auch ein Lied von Sting. Ich äh, äh, ähm, glaube irgendwas. Illegin, Illegal Alien, Strangers in New York oder so, mm -hmm. keine Ahnung, heißt es. Es gibt jemanden, der das gesampelt hat. Genau. Juice World hat ihn gesampelt. Mm -hmm. Ting tang mm. das ist ein sehr bekanntes Lied. Ich liebe dieses Lied selbst, selbst wenn ich nicht so aussehe. Mm. Und ähm, Er hat den Das ist wahrscheinlich sein größter Hit. Mm. Er verdient kein Cent damit. So. geht alles ans Denk. So. Weißt du, mm. das ist halt das Ding. So, du musst dich damit auseinandersetzen, ja. sonst ach, es ist halt eine Session. Ja. wo du den Ingenieur bezahlst, zahlst den Produzent zahlst ja. das Studio, damit du den ganzen Reality jemand anderes geben. Ja. Also und das ist halt das Ding. Also das, das war halt nur so meine Gedanken zu diesem Thema und ich hoffe in der Zukunft, ähm, dass das halt anders läuft, einfach du, Weil ja. das ist schade. Aber ich glaube, die, die, haben gelernt. Also das ist halt das Gute. Du hast eine Learning Experience jetzt dadurch mhm. gemacht. Ähm, und ja ich ich finde es auf jeden Fall gut wie gesagt wenn wenn jetzt deutsche Künstler sowas mehr öfter machen finde ich es gut mm. so weißt du aber seid euch nur bewusst das sind das sind Welthits nicht nur das, das ich glaube unsere schwarze Haut qualifiziert uns nicht dafür dass wir einfach die Samples oder die Lieder von Afrikanern klauen nein weil so weil äh, wo wo äh, Shakira geklaut hat aus Kamerun wir haben gesagt oh tschüss bla, bla. Deswegen, andere Afrikaner, Kamona, die denkst du, Digga, ich bin Kamona, ich kann diese Machen. Mm. Aber kannst du Nein, nicht? Nein, kannst du nicht. Kannst du nicht. Du musst, wie sagt man, do, do right way. Do yeah, it the right du way. Du the es way Weißt du, wie ich meine? Weil, egal es ist, woher du kommst. weil am Ende des Tages zeigst du ja auch Respekt dadurch. Yeah. Wie wir vorhin schon gesagt haben, Respekt ist sehr, sehr wichtig. Vor allem in unseren Kulturen, weißt du? Das heißt, vielleicht, selbst wenn du vielleicht nicht mal diesen Kontakt herstellen kannst, versuch es wenigstens. Und dann zeigst du, guck mal, Respekt guck mal hier, so, so, so. so. Und dann kommt man bestimmt. Zu einer Übereinkunft, weißt mhm. ich meine? Mhm. Ähm, aber ja, ich fand es nur interessant. Aber also ich finde, das zeigt auch, dass die Lebe, ich weiß nicht, ob er immer noch beim dem Lebe ist, dass mhm. die Lebe in Deutschland das, was, was sowas angeht, deren Arbeit überhaupt nicht machen. Also, wenn er nur im Label ist, mhm. definitiv nicht, ja. Weil ein Lebe müsste dir doch sagen können, so, ey Bro, lass uns erstmal das klar. Wir haben Teams extra für sowas, <laughs> weißt du? Da. So? Ja. Dann musst du den Lebe sagen, ey Bro, ey, stopp mal kurz. Ja. Ey, stopp mal kurz. Ja. So, Weißt du, so, ey, und das, ähm, so, weißt du, du musst halt die Sachen korrekt machen im Endeffekt, ne? mhm. Vor allem in unserer Welt jetzt mittlerweile, wo jeder so Backlash bekommt von alle Ecken, so, mhm. weißt du, Sie sollten drin Künstler besser schützen. Außer drin Künstler ist nicht den in dem Moment nicht so wichtig, mhm. weißt du? Weil wenn dein Künstler dir wichtig ist, dann machst du auch das Richtige. So mhm. meiner Meinung nach. Ja, auf jeden. Aber ja, wie gesagt, auf jeden Fall, mach weiter auf jeden Fall ja geile ja. Fall. es ist gute Musik ich find's gut und ähm, ich glaube das ist eine gute Richtung die auch gerade äh, äh, wie sagt man gegangen wird so weißt du mm. Leuten wie Albix, äh, jetzt Uli Will auch noch mm. ich bin echt gespannt ob da noch mehr kommt mm. ähm, generell auch also ich glaube äh, ich war zur Community bin ich grad, also ich bin momentan gespannt mm. wirklich wirklich sagen weil bei aller Kritik die oder Verbesserungspunkten die wir immer haben habe ich schon das Gefühl, dass halt sehr, sehr viel passiert und dass man halt immer jetzt auch Afrika irgendwo im Hinterkopf hat, mhm. was ich sehr schön finde. Ja. Und ich bin halt jetzt echt gespannt, muss ich sagen, wo das hinführt mhm. in den nächsten Jahren. Mhm. Auch wenn ich wahrscheinlich nicht mehr hier sein werde. <lacht> <lacht> Aber es ist es ist schön zu sehen. Weißt ja. du, jetzt zum Beispiel auch dieser ähm, Afro-Beat-Brunch hat stattgefunden, da war ich nicht hier, ja, ich nicht äh, den Be Belgash gemacht hat, G-Onit, ja. für, für die, die nur ihn unter den Namen kennen. So mit zusammen mit so UK-Leuten und so. Äh, ich habe nur die Videos und so da, davon gesehen, so ist da halt, es ist halt ein ganz anderes Bild auf einmal für Deutschland auch einfach. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und ich finde das sehr, 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 sehr schön. Ja, ich also, finde es halt gut, das sollte so wie ohne einfach das auf sich nehmen, die Kultur hier zu ändern und zu prägen, okay. so weißt du. Ja. Weil wenn, wenn wir das nicht machen, wer soll es machen? wer soll es machen, ja. Dann sind wir sauer, wenn ein Mann das macht, ja. Aber es ist nicht dumm, es ist Business, es ist eine Opportunity. Komm mal. Ja. Weißt du, ich meine, mittlerweile gibt es auch äh, Afrobeat-DJs, die weiß sind in Berlin. also weißt du, die, die stammen, haben. ja klar, es okay, gibt das auf jeden Fall, so die sind sogar gut. Ja. Das ist halt das Ding, so, dann werden Schwarze sagen, warum ist ein Weißer Afrobeat-DJ? Ja. Ich bin der Meinung, das ist Quatsch, weil mhm. sonst dürfen wir auch viel, einige Sachen nicht machen, wenn es mhm. immer daran... Da, darum geht, aber mhm. wenn du weniger weiße DJs haben, wie sie Afrobeat spielen, dann werden DJ selber. Ja, aber das ist halt für mich auch diese Thematik von ähm, wenn jetzt so weiße Frauen schwarze Haare machen, so ein bisschen, weißt du, weil ja. am Ende des Tages, ich sag immer, du kannst es nicht aufhalten. Ja. Weißt du, so und dann ist äh, halt für mich die Frage, okay, kannst du nicht aufhalten, das wird eh passieren, so, wirst du dich das aufregen? Wirst du die jetzt alle alle äh, jagen und, und deren DJ-Listenz wegnehmen? So, ja, was das ich ist mein? und, ähm, ich meine. Und ich meine, du hast auch in einem anderen Podcast mal gesagt, so am Ende des Tages ist auch immer noch irgendwo Werbung für unsere Kultur. Ja. So, und und ähm, wenn zum Beispiel jetzt, wenn man Haare nimmt, wenn sich die, die, die Tantins in den, äh, in den afrikanischen Ländern nicht darüber aufregen, wer sind wir, dass wir uns hier aufregen darüber? Ja. So, weißt du, wie ich meine? Sogar die, die Tantins hier regen sich regen nicht sich auf, auf, weil für so die ist gutes Geld. Ist gutes Geld. So, ich verstehe den Gedanken, ne? ich verstehe den Gedanken, aber weißt du, du musst ja nicht zu denen hingehen. So, hm. Wer das machen will, der soll das machen. Ich glaube, es gibt äh, es gibt andere Punkte, wo man diese Energie mehr reinstecken kann. Für mich zumindest. Auf ja, zu jeden so? Fall. so, das ist halt, ja, das, wenn weiß ich dieses dass du, die, das die hören, alle hören's Ja. Gott sei Dank hören das alle ja, ich heutzutage, weißt ich du? Schwore. Gott sei Dank, Afrobeat ist worldwide. Ja, das ist doch, Kultur was wir wollen. Ist, ist jetzt, Burner Boy war, soll NBA irgendwie aus der Game, er hat seine Show ja gemacht. Champions League, er soll also seine Show machen, Champions League Finale, so weißt du, vor ein paar Jahren war es unmöglich. Weißt du, weißt du deswegen, so, wir haben einen guten Fortschritt gemacht. Ja. Lass uns nicht immer heulen auf diesem Weg nach, nach, nach oben, so weißt du. Lass uns diese Energie nutzen und diese Tränen nutzen, um andere Sachen ja. zu, zu pushen, so weißt du. Wir sollten uns darauf fokussieren, noch mehr zu machen. Weil je mehr Aufmerksamkeit wir, wir auf uns ziehen können und da Sachen machen, desto mehr werden auch Leute immer wieder, ne, ob es jetzt weiße, weiße Afro-Beats-DJs ist, es wird immer, das wird das, automatisch wird das passieren. Mm. But is it really that important though? Mm. Weißt du? Das ist halt die, wie gesagt, wenn, wenn dich das so stört, wer DJ macht dein Ding, aber trotzdem dieser Typ, er wird trotzdem machen. Mm. So. Mm. Das ist halt für mich, was ich ja auch öfter immer so, so anmerke, ist so, wir haben oftmals unsere Energie auf die falschen Sachen, finde ich, unsere Aufmerksamkeit auf die falschen Sachen. Mhm. Das ist halt immer aufregen, Aufregend für was? Ist doch gut. Ist doch gut. Weißt du, wie ich meine? Ja. Noch mehr, dann können wir noch mehr Veranstaltungen machen, dann wird der Sound noch mehr. Äh, geht noch mehr rum und wenn wenn die dann sehen, okay, guck mal hier, äh, hier machen Africans eine richtig krasse Party zum Beispiel, dann gehen die da alle hin, zahlen ihren Eintritt, zahlen ihre Getränke, dies und das und das, weißt du, und dann profitieren wir wieder davon. Ja, Mann. Weißt du, wie ich meine? Ja, wenn du mir jetzt sagst, okay, du, es gibt so ein, so ein weißes Kollektiv und die machen ein African Beat Festival oder so, ja, dann würde ich sagen, dann, okay, oh, Dann bin no, ich abgefangen. No, hold up, no? Weißt <laughs> du, ja, yeah, hold up. du, so, so, wait a minute, so, weißt so, du. So, aber. Ja, ja, wie gesagt. Ja, ja. Aber ja, nee, ich find's auf jeden Fall gut. Ich glaube, ähm, bei allen Ambitionen, die wir haben und Kritik, die wir leider noch immer für uns für uns immer haben, hm. passiert schon sehr, sehr viel in Deutschland. Ja. So. Auf jeden Fall. Also, also, auf jeden Fall. Was erwarten wir auch von Afrikanern in Deutschland? Ne? Also, wir sind gerade mal zweite Generation, sage ich immer. Was wir immer wieder vergessen. <laughs> so ja. Wir sind zweite oder dritte Generation, Maximum. Mhm. Weißt du? Deswegen, diese anderen Länder, mit denen wir uns vergleichen, Digga, es gibt in, in, in England seit den 60ern eine Welle an Jamaikaner, die da gekommen mm. sind und leben. 60er. Mm. Weißt du? Meine Mutter war nicht mal geboren. Mm. <laughs> so, weißt du? <laughs> ja. Seit den 60ern. Mm. Weißt du? Das heißt, sie sind da seit Generationen und sie gehören dazu in den Landscape da. Ja. Weißt du? Frankreich genau dasselbe, sogar noch früher. Mm. Weißt also, du? Und hier sind wir frisch. So. Deswegen müssen wir, sind gerade diejenigen, die das formen hier. Yep. Literally. So, wir sind das gerade. Deswegen Geduld und Fokus. Ist, sollte der, sollte der, der Fokus sein. <lacht> 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 ja. ja. Weißt du, wie ich meine? So. Und das ist auch, auch dieses Vergleichen mit anderen Ländern, da sind wir wieder bei diesen immer auf außen gucken. Nein, lass doch nach innen gucken. Hm. Weißt du? Natürlich, äh, Frankreich, die haben vielleicht die besseren Partys, die bessere Musik. Natürlich UK, die haben das. Aber wie gesagt, die sind da auch schon länger. Mm. Du kannst das nicht miteinander vergleichen. Nee. Weißt du? Und dann, und das Geldstrom, was in ähm, Black Community da reingeht, ist nochmal ein anderes als hier. Ne? Mm, ja, ja, das heißt, der Budget, die sie bekommen für bestimmte Sachen, ist halt komplett anders als hier. Weil erstens, ja. sie sind mehr da. Ja. Sprich, sie repräsentieren einen Markt, mm. weißt du, oder eine Marktlücke. Und dann sind Investoren das und sagen, ja, okay, das heißt, wenn ich mein Geld da reinstecke in sein Afrofilm das er machen will, es gibt ein Publikum. Mm. Wenn ich mein Geld stecke in diesen Künstler, es gibt ein Publikum. Mm. Wenn ich mein Geld stecke in das und das und das, was die Schwarze machen, dann gibt es dafür Abnehmer. Mm. Weil so du, in Deutschland halt nicht. Ja, <laughs> so ja. Weißt du, ein, als Investor denke ich so, da ist wirklich in den Schwarzen investieren. So, bin ich sicher, Wurde das getestet, wie viele haben mhm. äh, äh, geschafft, blablabla. natürlich irgendwo, man startet ja irgendwo, ne? mhm. Aber viele Leute denken halt, ich habe als Businessman, ich habe kein Proof, dass es wirklich funktioniert, ja. weißt du? Deswegen müssen einige erstmal zeigen, es funktioniert. So. Wir müssen supporten, wenn ein Schwarzer einen Film bringt bei Netflix, müssen wir alle gucken. Mm. Wenn ein Schwarzer das und das macht, können wir alles machen. Mm. Weißt du, diese Schauspieler, die die da im sehen, die sind nicht besser als dieser mm. äh, andere Boateng, mm. äh, der bei Netflix auch seinen Film mm. da gemacht hat. Weißt du? Dieser äh, Eugen Boateng? Oder so? Eugene. Eugene, genau. Yeah, yeah. Der. Charlotte. Die sind, nicht, die sind nicht besser als er. Yeah. Aber warum sind die so krasse Stars? Weil Deutschen sie zu so Stars machen. Mm. Wir schwarze Leute können auch unsere Leute zu so Stars machen. Thing, yeah. Weil der Film auch, by the way, ist auch wirklich gut. Ja, also ist ein guter der, der, Film. Hat, der hat mir wirklich gefallen. Und, und das ist auch mein Punkt, den ich noch hinzufügen würde: wäre, dass eine halt der Sachen, auf die wir halt wirklich dabei achten müssen, ist einfach nur, dass wir qualitativ immer auf einem sehr hohen Level die Sachen machen. Ja. Weil das macht den Unterschied am Ende. Ja. Weißt du, wenn die, Quali wenn die ähm, Qualität da ist, dann können wir auch alle abholen hm. und dann und dann haben auch wir untereinander auch Bock mm. diesen Support auch zu geben weil I mein fair enough ne Qualität Qualität bringt bringt also wie soll ich sagen wenn du Qualität bringst verdienst du dir damit den Support auch mm. weißt du und das sollte der Anspruch halt von jedem sein der etwas macht ja. also versuch ein gewisses Maß nicht perfekt weil Perfekt äh, Perfektion sollte finde ich nicht immer der Anspruch sein aber versuch wirklich einen Qualitätsstandard zu haben wo man merkt okay die geben sich Mühe die haben eine Vision, die, die wollen das wirklich gut machen. Mhm. Und dann kann man das auch supporten. Ja, also, Erwarte nicht nur, weil du schwarz bist, dass, dass man dich unterstützt. Das ist das Ding. Weißt du? Ich habe auch ein Video gesehen bei Instagram, ich habe tot gelacht. in Ghana. Da ist ein Typ, der will irgendwie politisch irgendwas machen. Mhm. Und er, da ist jemand in der Jury, der ihn fragt, okay, erzähl mir mal den Mehrwert für die Community mhm. da. Also, er guckt ihn an. Hä, ich dachte, du bist mein Freund. Also. <laughs> Digga, Freund oder nicht, ja. ist, ist sei dahingestellt. Ja. Was kannst du jetzt sachlich für die Leute machen? Was ist denn der Mehrwert? Was ist denn, was bringst du mit? Mhm. Also, du bist doch mein Freund. Du musst doch hier mhm. mich unterstützen um mhm. erklären so. So, Digga, nein. So läuft das jetzt. Hier ja. ist erstmal Ghana wichtig. Ja. So, weißt du, aber wir Afrikaner auch denken so, Digga, ich bin schwarz. Ja. <laughs> <So> das, <laughs> das, das ist auch so, Nein, so, und, Bro. Und wir haben das auch schon mal angesprochen, in bestimmten Einzel Podcast podcasts auch, Und das ist halt generell auch diese Mentalität, dieses. For free zum Beispiel. Ja. So, du gehst irgendwo hin, du wirst umsonst haben, du wirst Rabatt bekommen. Ja. Nein, Bro, zahl den vollen Preis. Ja, ja. Unterstützt. Ja, aber guck mal, das Ding ist, ne, wir, ich bin eine Person, mittlerweile denke ich mir so, es ist genauso wie in einer Familie, wenn du versuchst, eine Familie zu ändern, wenn die, sagen wir, die Familie geht nicht so gut, mhm. die schafft nicht, bestimmte Sachen zu machen, Ziel, Familie, Ziele zu erreichen und bla bla bla. Du musst gucken, wer sind die Leute, die stören. Mhm. Und diese Leute musst du kurz auf die Seite packen. Mm. Weißt du, ich glaube, wir erlauben zu viel, dass irgendwelche Leute mit ihrer Negativität in unseren Zentrum reinkommen. Mm. Ich sage nicht, dass man bestimmte Afrikaner immer ausschließen soll, für immer oder so. Mm. Aber man muss, man, manchen von denen müssen diszipliniert werden. Mm -hmm. Weißt du, das, das ist wichtig. Ja. Weil sonst gehen wir nirgendwo hin. Weil ja. immer, wenn ein Afrikaner was macht, da gibt es immer einen Bruder. Ja, nee, also ganz ehrlich, pf, mm. ja, ist ja Quatsch. Blablabla. Aber wenn ein Weißer genau dasselbe macht, boah, shit, krass. Und genau dieses Afrikaner sollte man aussortieren. Ja, nee, aber das, das, das ist ja auch nichts Negatives, weil am Ende des Tages Unternehmen agieren so, Sportmannschaften agieren so. Wenn da jemand ist, der, der, der nur immer am Rummeckern ist, ja, sorry, dann, dann bist du auf der Bank. Ja. Wenn du immer noch da meckerst, ja sorry, dann bist du nicht mal im Kader mehr drin. Ja, so. Weißt du? Und das ist einfach so. Das ist halt ja nichts damit. Zu, also bei aller Liebe, natürlich, wir wollen für uns alle was Besseres schaffen. Aber also, das geht nur für die Leute, die auch an Bord sind, die mhm. Lust haben darauf. Mhm. Wenn du keine Lust habe, dann stell dich hinten an und dann kannst du später nachkommen. Mhm weißt du? Genau. heißt ja nicht, dass die Tür geschlossen ist, aber jetzt gerade du bist keine and, Hilfe. And, 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 du bist keine Hilfe. Entweder siehst du die Vision nicht, verstehst es nicht, hast keine Lust, weil du ne fair enough. Vielleicht bist du auch gerade in einem Punkt an deinem Leben, wo du keinen Kopf dafür hast. Vielleicht hast du Probleme, dies, das, lalala. Okay, tamam. Aber mhm. steh uns nicht im Weg. Ja. Das, weil ist immer, das ist das Ding. So. Das ist das Ding. Und es gibt leider zu viele, die im Weg stehen. So. Also, leider leider es zu. Oft diese, diese ja. Leute, so, weißt du? das, die, die müssen wir auch auf der Seite ein bisschen packen. Ja. Ich will nicht sagen, oh, wir müssen uns jetzt spalten oder so. Nein, das ist keine aber, Spaltung. Das ist keine Spaltung, aber wir müssen ja gemeinsame Ziele haben. Ja. Weißt du? und, dafür, und, und, und da müssen wir auch einen Marsch haben, der uh, uh, Sinn ergibt. So, weißt der du? eine kann nicht nach links gehen, wenn wir alle nach rechts gehen wollen. Weißt du? <laughs> dann, dann geh nach links und dann kannst du irgendwann wieder einen Kreis schlagen und so, dann weißt kommst so? du wieder. Weißt ja. du, das ist kein Problem. So, oh, weißt ja. du? Also ich habe eine, eine Frage. Wie, wie siehst du, oder was wäre für dich in fünf bis zehn Jahren das Idealbild von der schwarzen Community in Deutschland? Das Idealbild? Ja, für dich so einfach in Zehn so Jahre. Ideal, ja, Idealbild. Ja, zehn Jahre ist halt nicht viel Zeit ja. an sich. Oder 50. Ja, 50 Jahre das Idealbild von Schwarze in Deutschland da wir sowieso sehr zurückgeblieben sind im Vergleich zu anderen ähm, das heißt klingt negativ da wir ähm, später anfangen sage ich mal ja. ähm, als die anderen schwarzen Communities also ich denke wenn wir schaffen schon mal dass wir so sind wie in England dann haben wir schon mal was geschafft mhm. was meinst du genau damit ja, in England hast du die Top Schauspieler sind schwarz mhm. ja. Top Musiker sind schwarz mhm. Journalisten teilweise keine Ahnung glaube ich mal dass es ein paar Schwarze gibt mhm. Entrepreneurs, Millionäre und sonst was sind auch mhm. schwarz. Ja. Ja. In, jede, in jedem Part der Gesellschaft hast du Schwarze. Ja. Ist es perfekt? Nein. Ja. Nee. Aber es gibt Schwarze. Ja, die sind da. Ja. Ja. Labels, ja. es gibt Schwarze. Mhm. Frankreich zum Beispiel auch. Mhm. Wenn wir auch schaffen, wie in, wenn wir in 30 Jahren schaffen, ein bisschen Frankreich hier zu haben, wäre auch gar nicht so mhm. verkehrt. Ja. Weil Label, Executive sind schwarz, WTB schwarz. Mhm. Eine der größten Labels in Frankreich, seit mm. ZWTB, ja. schwarz. Weißt du, da wo Gaso gesignt ist und mm. Chaco und Matte mm. äh, Games und bla bla bla. Mm. Schwarz. Ja. Weißt du, und es gibt viele Labels, da sind schwarze. Mm. Entrepreneur, schwarz. Journalisten, schwarz. Äh, äh, Regisseur, schwarz. Mm. Ja. Weißt du, viele Leute, schwarz. Ja. In Deutschland haben wir ein oder zwei Brüder, mm. die auch Geld geben sogar. Mm. Ja, Mann. Da bin ich auf jeden Fall. Ich Andere auf den Journalisten sind im Fernsehen, Clown Posts von anderen Brüdern. Und mhm. danach, wenn die erwischt werden, die entschuldigen sich mäßig, von wegen ich habe ihr gesagt. Also du ja. hast nicht gesagt. <lacht> <lacht> ja, ja, Plan, ja, ja. Ey, es ist Plan. immer noch ein langer Weg. Nein, nicht? ich, hab, ich ja. mach keinen Spaß, Bruder. Ja, ja. Weil diese Brüder, die nutzen die schwarz sein. Um sich zu brüsten mhm. und Karriere zu machen, nicht mit mir. Mhm. Digga, wenn du klaust, wenn du diese Gesellschaft wehtust, Digga, am Kommen vorher ist. Weißt du, weil es reicht langsam. Ja. Es reicht. Genau diese Leute, die sagen, ja, die sind für uns, genau über die rede ich. Ja. Die, sind nicht für, für die sind nicht für uns. Die für uns. Die nutzen ihre schwarze Haut, weil es den Türen öffnet. Ja. Und dann stehen die da und lassen keinen mehr durch. Genau. Die nennen uns Ghetto. Mhm. Genau diese Niggas. Mhm. Weißt du, so, solche Brüder, die die Türen dann zumachen, so. Wenn sie zum Beispiel einen Podcast so wie unser sehen, der Mehrwert hat, mm. wahrscheinlich mehr Mehrwert hat als deren Karriere. Mm. So, weißt du, weil wir reden für, für, zu Leuten, die aussehen wie wir, mm. die nicht unbedingt Akademiker sind, die reden wie wir. Wir reden zu diesen mit mm. diesen Leuten. Wir erreichen diese Leute. Mm. Weißt du, wenn solche Leute uns sehen, weil sie studiert haben, weil sie ein bisschen hier akademischen Deutsch sprechen, mm. die würden uns ghetto nennen. Mm. Das ist Gate Kippen. Mm. Das ist falsch. Ja. Weil nicht alle Niggas müssen gleiche niggas sein, Nein. nicht alle niggas müssen Hausniggas sein, nee. weißt du? Und nicht alle, auch nicht alle müssen äh, studiert haben oder ja. alles mögliche, weißt du? Es gibt verschiedene Lanes für jeden und alle, alle Lanes sind gut für uns, hm. weißt du? Ob das jetzt jemand, der nur die Straße kennt, ist, ja okay, hat er jetzt weniger Recht, da zu sein wie jemand, der, der, der mit, dem, mit einem goldenen Löffel gefüttert wurde? Ja. Nein, weißt du? Wie gesagt. Alles ist wichtig und jeder hat seinen Mehrwert, den er bringen kann. That's the also. point. Und das ist auch etwas, halt vor allem, weil Deutschland halt auch immer so auf guckt, hast du studiert oder nicht, mm. was ich mir auch wünschen würde, dass wir da auch nicht immer so, ne, wie gesagt, nur weil du nicht studiert hast, heißt nicht, dass du bist. Der weniger Gedanke ist bist. auch hängen geblieben. Ist ein hängen gebliebener Gedanke. Für mich bist du dumm, wenn du so denkst. Weißt du, es ist einfach, du, du stellst dich wieder über anderen Leuten weil nur weil du studiert hast, heißt nicht, dass du schlau bist, heißt nicht, dass du irgendwie besser bist, heißt nichts, weißt du, vielleicht bist du menschlich Müll, mm. weißt du, so, deswegen, äh, ja, aber nee, ich gehe da komplett mit auf jeden Fall, ja. ja, wenn man das erreicht, boah, stark. Das ist schon mal stark, weil ja. bis jetzt, Digga, wir leben hier und fangen gerade mal so an, ja, ja. entrepreneur wirklich mm. zu sein und Erfolg, erste Erfolge nach Hause zu bringen, so, wir ja. fangen gerade mal so an, ja. Weißt du, deswegen, also, wir haben noch einen weiten Weg vor uns und inshallah, wir können zusammen diesen Weg gehen und, mm. und uns gegenseitig helfen, Kollaboration machen und mm. sonst was, mm. weil viele beefen sich auch einfach sinnlos, Digga. Weißt ja, du? definitiv. <laughs> viele beefen definitiv. sich sinnlos einfach. Ja, und hört auch auf immer. Auf, zu sehr auf Amerika auch zu schauen. Ja. Mm. Und dann kommt die, hier seid ihr in Deutschland und sagt, ja, niggas ain't shit und niggas sind so und so. Oh, ey. Und hey, komm mal umhin so, ich fühle schon, Amis, ja, safe, die machen gute Sachen, aber das ist nicht, dort ist nicht wie hier, ja. weißt du, wie ich meine? Komplett anderes Leben. Du kannst, Leben. kannst nicht herkommen und, und dann hin. sagen, ja, Niggas, oh, Niggas sind so und so, hey come on, mhm. du kennst fünf Niggas, einer hat dir so gemacht, äh, tamam. Weißt <laughs> nicht, heißt nicht, dass alle Niggas, weißt du, wie ich meine, du hast äh, wahrscheinlich mehr Shababs in deinem dein Freundeskreis als Schwarze sogar, weißt du, äh. so. Ja, das ist Mann. ohne Sinn einfach, ja. Das ist der Point. Ja, man. That's der fucking point. Aber ja, bei wie viel sind wir gerade da? Stunde, Stunde drei. Ja. In ja, ja, diesem Podcast haben wir überhaupt nicht gelacht. Nee. Normalerweise meine, lachen wir immer viel, aber. Ein bisschen ernst. War sehr ernst. Bisschen ernst. Weißt du, auch wenn man müde ist, dann ist man auch mehr so based ja, einfach ja, so, weißt du, wie ja, ich meine. Ja. Vor allem eine Zeitumstellung, das, das, Digga. Ja, Mann. Zeit, ich bin ein bisschen müde, deswegen. Aber ey Leute, heute. Sommer kommt. Ja, Mann. Eine Sache können wir noch ansprechen. Ganz kurz, ist nicht mein richtiges Thema. Sommerbody. Das auch? Jo, ey Leute, ich hoffe, ihr seid dabei, ne? The truth, the truth will be revealed, weißt du schon Aber nee, Spaß. Aber 1. Mai steht vor der Tür, Karneval oh. steht vor der Tür. Aber warum? für Leute, die nicht in Berlin sind, Digga, die wissen doch nichts über. 1. Jeder Mai. weiß jeder weiß davon. Über 1. Mai? Ja, du Koch, warum nicht? Digga, warum die denken denk schon. Denk nein, Bro, die denken, wir sind in Berlin hier um kämpfen gegen AfD-Wähler. Wir kämpfen nicht. <laughs> Wirklich? Wirklich, Die meisten denken so, Tschüss. Hier äh, Rassismus. Mhm. Digga, 1. Mai ist ein Party. It's a, it's a party. It's a party. es ja, ist besser als Silvester. Weil man muss ja jetzt so sagen, zwei drei Jahre. Gab's es nicht? Ja. Letztes Jahr gab Bluff mäßig Ja, das zählt nicht. Ja. Also für mich zählt es nicht. Das Aha. war nichts. Karneval gab's auf jeden Fall nicht. So, I don't know. Ja, letztes Jahr einfach Kebablan hier vorne hat einfach eine Elektroparty gegeben, der. Wow. <lacht> Berlin. <lacht> ich denke, da war eine Schlange, ne? <laughs> Weil die haben so ein Hinterhaus, der ist schön sein. Ah, Sie hier waren. vorne ist, ja, ja, ja. Da ja. war so eine miese Schlange ja, einfach vor den Kebablan. Die ja. wollten alle da raven. Ja. Okay, shit, that's crazy. Ja, aber ich glaube, Leute werden, they, they gonna be outside, man. Ja, ja, man. For real, for real. Ich glaube, es wird lustig. Ja. Es wird lustig. Ihr werdet uns auf jeden Fall auch draußen sehen. Ja, safe. Und dann gucken wir mal, ja wie das wird. Ich bin auf jeden Fall, ich freue mich, ich muss sagen, ich freue mich darauf. Ja, muss ich muss ehrlich sagen, ich freue mich darauf. Weil, ja. Ich habe Bock auf jeden Fall, ja. man. Das ist meine Lieblingsparty eigentlich ja. so in Berlin. By the way auch. wenn man, man ist auch früh zu Hause, man geht früher pennen. So, <laughs> deswegen... Komme ich zu meinem nächsten Ding auch? Clubs ist vorbei. Zumindest für mich. Also heißt nicht, ich werde nie wieder Club gehen. Ich will jetzt nicht cappen und dann sieht man mich, oh, well, du hast nicht in dieser Folge gesagt. Nein, nein, ich sage nur, für mich würde ich würd wirklich sagen, also Clubs sind ist schwierig. Yeah. Ich finde Daypart ist wirklich besser. Yeah, und ich, ich würde mir wünschen, wenn wir sowas öfter hatten. Auf yeah, jeden man. Fall. Yeah, Bin ich auf jeden Fall der Meinung. Ja, Alright, man Leute. Muss genießen. Ich glaube, das war's für heute. Yeah, man. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Come on, man. Like, subscribe, that shit. Man. So. Unterstützt eure Leute. Come on, man. Weißt du? Ja, like, man. subscribe, teilen. Vor allem, wie man sieht sie richtig bei YouTube. Digga, 70% oder so sind nicht mal abonniert. Weißt du, abonnier, abonniere, drück einfach auf den Knopf. Ja, yeah, man, du shit. Weißt du? Wenn du krass bist, du machst Glocke an. So. Ja, man. So. Auf jeden Fall, Leute. Shit. Bis zum nächsten Mal.